Ja, Timmy Thiele, sehr bittere 2:1 Niederlage, ich glaube, nach den Spielanteilen kann man sagen, sehr unverdient. Würden Sie da mitgehen? Ja, klar. Sie haben das Spiel ja selber gesehen. Letztendlich ist es trotzdem so, dass der Gegner ein Tor mehr geschossen hat als wir. Somit gehen wir als unverdienter Verlierer vom Platz. Ja, letztendlich ist es einfach sehr schade, weil wir sehr viel investiert haben und die Tore dann einfach zu leicht hergeschenkt haben. Das muss man einfach sagen. Wir betreiben einen riesen Aufwand für unsere Torchancen. Leider haben wir heute unsere Chancen nicht so genutzt, so effektiv. Dennoch, es gibt viele Dinge, auf die wir aufbauen können nach dem Spiel. Müssen wir auch. Ja, und munter putzen und dann geht's halt weiter. Und verdient ist, glaube ich, noch ein bisschen geschmeichelt. Ich glaube, Wiesbaden hat in der ersten Halbzeit, oder das 1-1 ist ja aus einer Halbchance. Das 2-1 ist ein klares Vollfeuer. Das muss gepfiffen werden. Da wird Copado klar am Fuß getroffen. Wieder mal dann an den eigenen Nase fassen. Haben sie Chancen nicht gemacht. Sie in der ersten Halbzeit klar da waren, haben das Spiel klar dominiert. Ist klar unverdient. Das einzige Positive ist, was wir mitnehmen können aus den ganzen Spielen, dass wir mithalten können, dass wir in der Liga schon mitspielen können, aber wir müssen unsere Chancen nutzen, um die Punkte zu holen. Bittere 2:1 Niederlage. Ich glaube, man kann sagen, unverdient. Würden Sie da mitgehen in der Bilanz? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, klar macht es Wiesbaden im Endeffekt dann nicht verkehrt, wenn sie defensiv kompakt stehen und auf ihre Konter lauern und dann die Chancen, die sie haben, nutzen. Ich glaube, sie hatten auch von uns ein 100%igen Geschenk bekommen, aber wenn man unser Spiel betrachtet, die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, welche Chancen wir kreiert haben, glaube ich, müssen wir schon eigentlich 2-3 Tore mehr schießen als der Gegner. Der Präsident hat eben gesagt, vom 2-1 gab es ein Foulspiel. Haben Sie das auf dem Feld auch so gesehen? Ja, auf dem Feld habe ich es auch so gesehen. Ich war der Meinung, dass Lukas den Ball sich zur Seite mitnehmen will und unten getroffen wird. Ich bin zum Schiedsrichter gegangen, er sagt, das war nicht der Fall. Er ist sich ganz sicher und ja, dann ist das so. Dann ist es dennoch, so selbstkritisch müssen wir dann auch sein, auf dem Niveau müssen wir es danach immer noch besser verteidigen. Die Art und Weise, wie wir dann das Tor kriegen, darf uns dann nicht passieren, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir das Spiel im Griff haben und dann lädst du den Gegner natürlich ein und dann wird es nach einem 2-1 natürlich, auch da waren wir wieder am Drücken, aber es wird natürlich schwer, dann noch was zu holen.